Liebe Zuschauer, schön, dass Sie auch heute wieder eingeschaltet haben zu einer neuen Ausgabe Mein Business, dem Wirtschaftstalk hier bei MeinTV. Und ich freue mich sehr, dass er heute wieder da ist, unser Fachanwalt für Familien- und Erbrecht, Matthias Amberg. Herzlich willkommen. Und Sie haben uns jemand mitgebracht, und da freue ich mich auch, nämlich weibliche Unterstützung haben Sie mitgebracht. Genau. Bianca Grünewald, Richterin. Herzlich willkommen. Vielen Dank, ich freue mich, da zu sein. Schön, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Gerne. Wie wird man denn Richterin, Frau Grünewald? Ja, Frau Koblenz, zunächst braucht man natürlich den passenden Schulabschluss, nämlich ein Abitur. Und dann muss man sich an einer deutschen Hochschule einschreiben, also an einer Universität. Mhm. Und das Studienfach heißt dann Rechtswissenschaften. Nicht Jura, wie man immer so allgemein hinhört, sondern das Studienfach heißt Rechtswissenschaften. Das studiert man dann und sollte das dann erfolgreich mit dem sogenannten ersten Staatsexamen abschließen. Das besteht aus verschiedenen schriftlichen Klausuren und dann noch einer mündlichen Prüfung. Mhm. Und wenn man das dann geschafft hat, kommt der sogenannte praktische Teil, des Referendariat. Das kennt man ja landläufig von den Lehrern. Das gibt es auch bei den Juristen, dauert 2 Jahre. Das besteht natürlich auch wieder aus einem Theorieteil. Und zusätzlich kommen dann verschiedene Stationen bei Gericht, bei der Staatsanwaltschaft, beim Anwalt auch. Es gibt noch eine Wahlstation. Mhm. Und wenn man das dann alles geschafft hat, schreibt man das zweite Staatsexamen. In Bayern sind das 11 Klausuren, a 5 Stunden. Und wenn man das dann geschafft hat und die Klausuren bestanden hat, kommt dazu noch eine mündliche Prüfung. Wir sind damals noch nach München gefahren. Mittlerweile kann man das auch in Nürnberg machen. Das ist für uns dann hier so ein bisschen näher. Ja, und wenn man das dann auch bestanden hat und dann noch mit den passenden Noten bestanden hat, kann man sich bei den Justizministerien der einzelnen Bundesländer für den sogenannten Staatsdienst bewerben. Man sollte 2 Prädikatsexamen haben, also mindestens 9 Punkte in beiden Examen. Wenn man sich jetzt überlegt, dass die Höchstexamensnote 18 Punkte ist, denkt man sich, na gut, das schafft ja irgendwie jeder. So ist es aber nicht. Ich habe mal nachgeschaut, 2017 war es so, dass sowohl beim ersten als auch beim zweiten Staatsexamen in Bayern knapp 15% der Teilnehmer das überhaupt nur geschafft haben. Durchfallen tun im ersten Examen über 30%. Also es ist nicht so, dass es jeder schafft. Ja, wenn man diese Noten hat und in den entsprechenden Bundesländern, wo man sich beworben hat, Stellen im Staatsdienst frei sind, wird man zum Vorstellungsgespräch eingeladen und wenn man Glück hat, dann eben eingestellt. So funktioniert das. Ganz toll. Wie viele Richterinnen gibt es denn in ganz Deutschland? Können Sie da ungefähr eine Zahl nennen? Sind es doch noch mehr Männer als Frauen? Also der Trend geht wohl dahin, dass mehr Frauen eingestellt werden, aber momentan ist es meiner Erkenntnis nach noch so, dass es mehr Männer sind, aber das ist... Ich kann Ihnen da keine konkreten Zahlen nennen. Kann man nicht so sagen. Nee. Wie sieht es denn da bei den Anwälten aus, Herr Amberg? Mehr Männer, mehr Frauen oder hält sich so das Gleichgewicht? Mehr Männer. Ja? Mehr Männer. Also es gibt mehr Rechtsanwälte als Richter. Es gibt nämlich 165.000 Rechtsanwälte in Deutschland. Und unsere Ausbildung ist identisch. Also wir werden zum sogenannten Volljuristen ausgebildet. Das heißt, das erste Staatsexamen, da habe ich genauso viel Urteile und Beschlüsse geschrieben, wurde also zum Richter ausgebildet, genauso im zweiten Staatsexamen. Und wie es die Frau Grünewald schon gesagt hat, es werden halt nur die Besten für den Staatsdienst übernommen, also Prädikatsexamina braucht man. Und die Ausbildung, das ist wirklich das Interessante, ist identisch. Und deswegen ist es für uns Anwälte erstmal eine Herausforderung, nach dem zweiten Staatsexamen überhaupt in diesen Bereich des Anwaltes hineinzukommen. Ich habe damals noch eine Zusatzausbildung gemacht, ein Fernstudium, weil ich wollte von Anfang an Rechtsanwalt werden, nicht Richter, hatte auch Glück gehabt, hatte 2 Prädikatsexamina. Aber warum soll man Schiedsrichter sein, wenn man Stürmer sein kann? Deswegen bin ich lieber Rechtsanwalt geworden. Habe aber genau die identische Ausbildung wie jeder Richter oder wie jede Richterin. Jetzt kommen wir aber trotzdem nochmal, also es ist ja sehr speziell dann auch der Beruf Richter. Mhm. Natürlich, also der Unterschied ist, Sie müssen quasi ja dann irgendwann mal entscheiden. Schiedsrichter sein. Genau, richtig. Recht oder Unrecht. Jeder Stürmer. Die Spezialisierung, ja, wie würden Sie es beschreiben? Also was macht es jetzt den Unterschied aus? Also bei den Richtern ist es so, dass es nicht wie bei Anwälten, da kommt der Herr Amberg sicherlich noch drauf zu sprechen, Fachanwälte gibt, beziehungsweise Fachrichter bei uns, das gibt es nicht. Aber natürlich ist es bei den Richtern auch so, dass sie sich fortbilden und so die Qualifikation für das Referat, was sie eben gerade ausüben, erlangen. Mhm. In Bayern ist es so, dass alle Richter, wenn sie als Richter neu anfangen, erstmal einen 2-wöchigen Einführungslehrgang machen, um eben das Grundgerüst eines Richters zu lernen. Und wenn man dann so etwas Spezielles macht wie das Familienrecht, kommt nochmal ein
zweimal einwöchiger Einführungslehrgang dazu, wo man speziell auf das Familienrecht vorbereitet wird. Mhm. Und wie die Anwälte auch, bilden wir Richter uns selbstverständlich auch regelmäßig fort. Es gibt die Deutsche Richterakademie mit bundesweiten Fortbildungsangeboten, die dauern dann in der Regel eine Woche. Mhm. Dann gibt es von jedem Bundesland noch eigene Fortbildungszentren, auch in der Regel mit mehrtägigen Fortbildungsveranstaltungen. Und dann gibt es auch immer wieder viele regionale, dann meist eintägige Fortbildungen. Und in Aschaffenburg ist es sehr schön, da treffen wir Aschaffenburger und Obernburger Richter uns auch regelmäßig mit dem für uns zuständigen Beschwerdegericht, das ist das OLG in Bamberg. Und dann machen wir auch einen Erfahrungsaustausch und besprechen die aktuelle Rechtsprechung. Also wir sehen auch zu, dass wir immer gut fortgebildet sind und wissen, was in der Rechtsprechung gerade Thema ist und dass wir das auch in unserer täglichen Arbeit dann umsetzen können. Genau, also regelmäßige Lehrgänge auch. Bei Ihnen auch, Herr Amberg? Ja, bei uns sind es Pflichtfortbildungen. Also es gibt ja für uns Anwälte die Möglichkeit, einen Fachanwaltstitel zu erwerben. Der wird von der zuständigen Rechtsanwaltskammer verliehen. Da muss man herausragende Fachkenntnisse und besondere praktische Erfahrungen nachweisen. Man muss also einen Fachanwaltslehrgang besuchen, mindestens 120 Stunden. Wird wiederum mit Klausuren versehen. Das heißt, wir haben damals beim Fachanwaltslehrgang Familienrecht 5 Klausuren geschrieben, a 3 Stunden. Im Fachanwaltslehrgang Erbrecht waren es 3 Klausuren, a 5 Stunden, also immer 15 Stunden Klausuren. Wenn man die bestanden hat, muss man dann eine Fallliste einreichen mit eben 120 Fällen aus dem Familienrecht, aus dem jeglichen Gebiet des Familienrechts, genauso beim Erbrecht. Und dann kriegt man diesen Fachanwaltstitel verliehen. Es gibt, habe ich vorhin schon gesagt, 165.000 Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte in Deutschland. 5% davon sind Fachanwälte für Familienrecht und nur 1% sind Fachanwälte für Erbrecht. Im für uns zuständigen Oberlandesgerichtsbezirk Bamberg gibt es 47 Fachanwälte für Erbrecht. Und da sind wir natürlich glücklich und froh darüber, dass meine Kanzlei dazugehört zu diesen Fachanwälten für Erbrecht und Familienrecht. Und wir müssen aber Pflichtfortbildung machen. Das heißt, pro Jahr, pro Facharbeitstitel 15 Stunden, die wir absolvieren müssen und auch nachweisen müssen. Sonst würden wir wirklich Gefahr laufen, dass uns dieser Facharbeitstitel genommen wird. Und das ist, glaube ich, der Unterschied zu den Richtern. Es gibt keine Pflichtfortbildung bei Ihnen, aber da muss ich echt mal eine Lanze brechen für die Richterinnen und Richter hier vor Ort in Aschaffenburg und Obernburg. Ich komme ja bundesweit rum und erlebe da viele Richter. Hier in Aschaffenburg und Obernburg haben wir echt sehr, sehr engagierte Richterinnen und Richter, Frau Grüneweid, die, ob das jetzt eine Pflichtfortbildung ist oder nicht, die machen eine Fortbildung. Und wir haben auch zum Beispiel die Aschaffenburger Erbrechtstage oder Aschaffenburger Familienrechtstage. Und seit einigen Jahren sehe ich da eben auch Richterinnen und Richter, was wirklich sehr, sehr wichtig ist. Weil man muss sich eins klar machen, im Familienrecht geht es um existenzielle Fragen. Es geht um die Frage des Sorgerechts, das werden wir vorhin noch, nachher noch von der Frau Grüneweid hören. Geht um die Frage, wo bleibt mein Kind, wo wird mein Kind aufwachsen? Es geht um wirtschaftlich bedeutende Fragen, Unterhalt, wovon lebe ich? Es geht beim Zugehen um die Frage, wenn einer von beiden Beteiligten eine Firma hat, kann die Firma überleben? Also wirklich existenzielle Fragen. Und deswegen ist das auch ganz, ganz wichtig, dass die Justiz erkennt, wie wichtig dieses Familienrecht ist. Und das kann man nur mit großem Engagement und Motivation und natürlich auch Fachkenntnisse machen. Deswegen Gruß an alle Amtsgerichtsdirektoren. Achtet eure Familienrichterinnen und Richter, weil die haben es verdient. Die machen einen ganz, ganz wichtigen Job. Also es ist schon lange kein Beruf mehr, sondern eine Berufung, ganz klar. Liebe Zuschauer, über was wir gleich noch sprechen, hat Herr Amberg gerade sehr schön schon formuliert. Bleiben Sie bei uns. Bis gleich.